Nachdem ich Ihnen eben kurz nochmal wiederholt habe, wie Shields funktioniert und warum Shields wichtig ist, möchte ich Ihnen nun zeigen, dass wir in der Praxis Shields oftmals nicht benutzen. Dass wir zum Beispiel, wenn wir irgendwo Schutzsteine einbringen, einen wesentlich höheren Durchmesser nehmen, als wir es durch Shields berechnen würden. Und das sind die klassischen das sind die sogenannten Schutzstein-Durchmesser-Formeln. Das heißt, wenn wir da Steine irgendwo hin in einen Fluss schütten, dann wählen wir einen anderen Durchmesser, wenn sie stabil liegen bleiben sollen, was sie in der Regel tun sollten, als den nach Shields berechneten. Ja, was ich Ihnen eben schon erzählt hatte, ist, dass wir verschiedene Sohlsicherungsmaßnahmen haben. Das hier sind keine Schutzsteine, sondern Setzsteine. Hier werden die Steine in den Fluss direkt ganz bewusst eingesetzt. Aber hier sehen Sie ein klassisches Beispiel für eine raue Rampe. Das sieht sehr schön natürlich aus, irgendwo in den Alpen aufgenommen, ist aber nicht natürlich. Hier wurden Steine eingebracht, vermutlich auch als Setzsteine. Aber das wäre jetzt ein Beispiel, wo man eben berechnen müsste, sind diese Steine, die wir hier künstlich eingebracht haben, ist das denn entsprechend stabil? Und können wir diese Stabilität von Setz- oder Schutzsteinen nach Shields bemessen? Ja, wozu ist das wichtig? Wir wollen alle Sohlbauwerke oder Sohlsicherungsmaßnahmen, wo wir eine stabile Sohle produzieren müssen, durch entsprechende Schutzsteine können wir das stabilisieren, also durch Sohlbauwerke. Wir können aber auch die Sohle durch Profilaufweitung stabilisieren, durch Verlängerung des Flussweges oder sonst was auch immer. Oder eben, wie ich schon gesagt habe, durch Geschiebezugabe oder Entnahme. Ja, schaue ich mal an, wie können wir solche Schutzsteine bemessen. Das ist die Shields-Formel. Wir haben also irgendeine Sohlneigung gegeben, J-Sohle muss es hier heißen, und einen Bemessungsabfluss pro Breite Q. Für diesen Bemessungsabfluss soll die Sohle stabil sein. Das heißt, es wird Ihnen als Ingenieur gesagt, wir haben so und so viel Quadratmeter, Kubikmeter pro in einem Fluss pro Sekunde, der da durchgeht. Das rechnen Sie um auf Quadratmeter oder Kubikmeter pro Breite ist das dann ja hier, dann kriegen Sie den spezifischen Abfluss heraus. Und die Frage ist, welche Schutzsteine müssen wir da hinschütten, welche Schutzsteine sind stabil? Nach Shields wäre das diese Formel und wir können diese Formel jetzt nach dem Durchmesser umstellen. Der Schutzsteindurchmesser muss also größer sein als die Schubspannung, als die wirkende beim Bemessungsabfluss wirkende Schubspannung geteilt durch Theta C Rho S minus Rho mal G. Ja, die Sohlschubspannung setze ich jetzt mal hier die Nicoratze Formel ein, dann kriegen wir diese komplizierte Formel raus. Hier können wir die Normalwassertiefe zum Beispiel einsetzen, dann würden wir insgesamt das herauskriegen. Bemessungsabfluss geteilt durch Normalwassertiefe, wenn denn Normalabflussbedingungen herrschen. Ja, und das muss man leider wieder iterieren, und zwar deswegen, weil natürlich die Rauheit, die hier steht, Ks, wieder selbst vom Durchmesser der Steine abhängig ist. Das ist das Dumme an der Stelle. Der Schutzsteindurchmesser lässt sich mit dieser Formel nicht direkt bestimmen, sondern hier im Ks steht wieder der Durchmesser und deswegen muss man hier wieder iterieren. Wir würden also einen Anfangsschutzsteindurchmesser ausrechnen, dann das Ks dazu ausrechnen, eine neue Normalwassertiefe ausrechnen und dann das wieder entsprechend Schritt für Schritt iterieren. Das habe ich in einer Function gemacht, das werden wir danach nochmal programmieren, die uns den Schutzsteindurchmesser von einem gegebenen Sohlneigung bestimmt. Ja, wenn wir das nach Shields machen, dann bekommen wir diese Funktion heraus, und zwar die blaue hier. Hier ist der spezifische Abfluss aufgetragen und hier ist der erforderliche Schutzsteindurchmesser nach Shields. Das ist die blaue Kurve. Und Sie sehen, das bleibt relativ konstant, scheinbar für alle Abflüsse, weil ja mit dem Abfluss erhöht sich auch der Wasserstand. Da bleibt nach dieser Bemessung die Sohlschubspannung also immer gleich, weil sich ja nur der Wasserspiegel erhöht. Und dementsprechend bleibt der Schutzsteindurchmesser nach dieser Bemessung einigermaßen konstant. Das hat sich in der Praxis nicht bewährt. Das Verfahren, was hier also naheliegend wird, es so nach Shields zu bemessen und mit einem Normalabfluss zu rechnen, hat sich in der Praxis nicht bewährt. Das sollten Sie tunlichst nicht machen. Deswegen hat man in der Praxis angepasst an reale Gegebenheiten oder an Laborexperimente empirische oder halbempirische Formulierungen aufgestellt. Die sind die anderen hier nach Isbesch, nach Wittecker und Jäggi, nach Palt oder Vogel. Das sind die, die ich Ihnen hier vorstellen möchte. Und da werden ganz andere Werte genommen, als das nach diesem einfachen Verfahren berechneten. Das soll je nach Fluss
stabil sein. Und Sie sehen auch hier, dass hier eine große Varianz drin ist, dass also es gar nicht klar ist, welcher Schüttstein denn bei welchem Abfluss wirklich absolut stabil ist. Die Abbildung ist gemacht für eine Sohlneigung von 1 zu 20. Sie können jetzt also hier ablesen, bei einem spezifischen Abfluss, also Abfluss pro Breite von 6 Kubikmetern, Quadratmetern pro Sekunde, jetzt müssen Sie erst mal die Breite nehmen, würde also dementsprechend ein Schüttsteindurchmesser hier von 20 cm zum Beispiel nach Isbesch berechnet werden und nach Wittecker und Jägi, aber nach Palt zum Beispiel ein wesentlich größerer Durchmesser. Und wenn Sie sicher gehen wollen, dann nehmen Sie das Größte, was nach all diesen Formeln herauskäme. Das wird dann aber eben dummerweise auch das Teuerste. Ja, ich möchte Ihnen ein paar kurze Formeln vorstellen, die es so in der Literatur gibt. Zunächst erstmal Isbesch aus Amerika, aus den Vereinigten Staaten. Die sagen, oder dieser Ansatz sagt, das ist hier der Bemessungsansatz, Sie nehmen den Schüttsteindurchmesser, nehmen den mal eine Konstante, die zwischen 0,86 und 1,2 liegt, nehmen das mit dem Dichteverhältnis mal und der Wassertiefe mal und dann bekommen Sie den Abfluss, bis denen das noch gerade stabil ist, heraus. So, und wenn das Ihrem Bemessungsabfluss entspricht, dann können Sie zufrieden sein. Ansonsten rechnen Sie nochmal und müssen sich das dann entsprechend iterieren. Ja, das können wir dann auch umstellen nach dem Schüttsteindurchmesser und dann kriegen wir diese Formel heraus. In Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit wäre das dann der entsprechende Schüttsteindurchmesser, den Sie danach brauchen. Eine andere Formel ist die von Wittecker und Jägi aus der Schweiz, ich glaube von der ETH Zürich, weiß ich aber nicht genau, ob es nicht Lausanne oder Zürich gewesen ist. Die sagen, dass wenn ich den D65 des Schüttsteindurchmessers nehme, hoch 3 nehme und in diese Formel einsetze, hier das Sohlgefälle nehme, dann berechnet sich der kritische Abfluss, bei dem das Bauwerk dann versagt, bei dem die Schüttsteine wegtransportiert werden oder in Bewegung versetzt werden, nach dieser Formel. Ja, und Wittecker und Jägi ist dann diese grüne Formel. Sie sehen also, dass die sehr nah an der Isbesch ist, dass die bei kleinen Abflüssen das ein bisschen niedriger ansetzt, den Schüttsteindurchmesser, und bei sehr großen Abflüssen würden Sie nach Wittecker und Jägi einen größeren Schüttstein, einen größeren stabilen Schüttsteindurchmesser bekommen. Ja, und die letzte Formel, die ich Ihnen hier kurz vorstellen möchte, ist die von Vogel. Die möchte ich hier nicht aufschreiben. Sie finden sie im Skript oder in der entsprechenden Veröffentlichung, möchte ich deswegen vorstellen, weil sie bei meinem Vorgänger Professor Bechteler an unserem Institut entwickelt wurde. Das ist die für aufgelöste Rampen. Deswegen ist hier der Schüttsteindurchmesser ein bisschen größer. Aufgelöste Rampen oder aufgelöste Sicherungen sind, wo wir nur einen Teil der Sohle mit großen Setzsteinen bemessen. Das sind jetzt keine Schüttsteine eigentlich mehr, sondern Setzsteine bemessen. Das heißt, wir sichern nicht die gesamte Sohle ab, sondern lassen sichern nur einen Teil der Sohle. Und dann muss natürlich dieser Durchmesser der hier gesetzten Steine größer sein, als wenn Sie die ganze Sohle absichten würden. Das heißt, diese violette Formel hier, ich weiß jetzt nicht, für welches Bedeckungsverhältnis das aufgetragen ist, aber in diese Formel geht eben das Bedeckungsverhältnis ein, ist mit Sicherheit nicht mit den anderen zu vergleichen. Ich wollte sie hier einfach nur mal mit reinnehmen. Also da geht das Bedeckungsverhältnis mit rein. Ich hätte das hier vielleicht mal auftragen können für das Bedeckungsverhältnis 1. Dann hätte man sehen können, wie sich das von den anderen unterscheidet. Soweit also. Warum passt Shields nicht zur Bemessung letztendlich von Schüttstein, wenn wir eine Sohle stabilisieren wollen? Zum einen ist meist der Abfluss sehr, 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 sehr variabel. Was Sie auch immer einsetzen, ist immer die Frage, ob der Bemessungsabfluss richtig gewählt ist. Und bei den Schüttsteinformeln geht es darum, dass wir gucken wollen, ob irgendwas nicht vielleicht doch versagt, dass wir auf der sicheren Seite, möglichst auf der sicheren Seite liegen wollen. Wir berechnen also aus einem Schüttsteindurchmesser den kritischen Abfluss, bei dem es versagt und nicht umgekehrt. Wir nehmen nicht irgendwann einen Bemessungsabfluss an und gucken dann den Schüttsteindurchmesser, sondern wir sagen, wenn wir diesen Schüttsteindurchmesser nehmen würden, dann würde es spätestens bei diesem Abfluss versagen. Das ist sicherlich die grundlegende Idee dieser Ansätze. Wir haben zweitens das Problem, dass Shields den Bewegungsbeginn letztendlich für sphärische Partikel in einer sehr idealisierten Situation wiedergibt. Gleichförmige Partikel, sphärische Partikel etc. Also und wirkliche Sedimente sind eben sehr unterschiedlich. Das heißt, auch hier muss ein Sicherheitsaufschlag mit rein. Wir können ferner eine Variabilität der Grundgeometrie in Flüssen erwarten. Wir haben Kurven,
als Mäander in Flüssen bezeichnet. Wir haben Aufweitung und Verengung. Wir haben unterschiedliche Turbulenzverhältnisse, die bei Shields in seiner Laborrinne alles so nicht eingegangen ist. Wenn Sie also zusammenfassend irgendwo Schüttsteine bemessen müssen oder Setzsteine bemessen müssen, um einen Fluss sicher zu gestalten, dann sollten Sie meines Erachtens immer darauf achten, dass Sie die Tradition dieses Flusses berücksichtigen. Es wurde wahrscheinlich schon immer an diesem Fluss Wasserbau betrieben. Und es wurden schon irgendwelche Versuche gemacht, um so einen Fluss zu stabilisieren. Und Sie wissen vielleicht jetzt, dass alles das, was bisher gemacht wurde, nicht funktioniert hat. Dann gehen Sie nicht einfach hier platt in irgend so eine Formel rein und bemessen das danach, sondern schauen auch immer auf die Tradition, die wasserbauliche Tradition, die für Ihren Fluss, wo Sie das dann später einmal bemessen würden, vorliegt. Und bemessen Sie das dann mit diesen Formeln, aber unter Bedacht dessen, was bisher an Erfahrung an diesem Fluss gemacht wurde.